Me llamo Esmeralda Beltrán. Ich heiße Esmeralda Beltrán, bin 33 Jahre alt und wurde vertrieben. Soy desplazada. Hace 2 años estoy acá en Seit 2 Jahren lebe ich hier in Cúcuta im Stadtteil La Conquista. Hier habe ich mit meiner Familie ein neues Leben angefangen. In diesem Zimmer wohnen wir alle zusammen. Wir sind insgesamt 5. In diesem Bett schlafen mein Mann, meine kleine Tochter und ich. Wir schlafen also zu dritt hier. Und dort drüben meine beiden Söhne. Naja, unsere Situation ist schwierig, aber so können wir überleben, hangeln uns von Tag zu Tag durch. Es gibt Tage, an denen wir etwas zu essen haben, an anderen nicht. Mein Mann arbeitet, wenn es irgendeine Arbeit gibt, damit wir etwas zu essen haben. Ich arbeite im Augenblick nicht, weil ich mich um die Kinder kümmere, sie zur Schule bringe, von dort wieder abhole, mit ihnen Hausaufgaben mache und zu Hause auf sie aufpasse. Hausfrau eben. Ich hoffe, dass wir mit Gottes Hilfe weiter vorankommen, dass meine Kinder weiter zur Schule gehen und eine gute Ausbildung bekommen. Der Jesuitenflüchtlingsdienst unterstützt uns dabei. Er hat uns bislang auch schon immer sehr geholfen. Ich bin ihm dafür dankbar, denn durch ihn haben wir dieses kleine Haus und können Gott sei Dank langsam ein neues Leben aufbauen. Empezando de nuevo, gracias a Dios.